Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Emergency 4 mit der Wegberg-Modifikation. Ja, und heute ist der 18.02.2017. Mein Name ist natürlich hier Stepcut Gaming, wie immer, ne? Und es ist 11.32 Uhr, sagen wir 10 Uhr. Es ist etwas bewölkt. Ich bin Profi und das Ganze soll analog laufen. Und ich sag Start. Ja, jetzt steht da wieder Leon. Das ist doch. Woher weiß er das? Mein Multiplayer-Name ist MP EM4 oder irgendwie sowas. Also, wo kann man das Dach ausblenden hier? Ja. Gut, dann müssen wir jetzt wieder warten auf den Einsatz. Ja, und ich dachte mir, vielleicht reden wir irgendwas oder so. Also ich, aber jetzt ist schon wieder zu spät. Ein Garten brennt. Ich würde mal sagen, wir nehmen hier das Fahrzeug. Und was ist das hier nochmal? Der Einsatzleiter oder sowas, ne? Ja, ist gut hier. Da hört man ganz leise so eine Alarmierung im Hintergrund. Bei mir ist es jedenfalls ganz leise. Wir nehmen einfach die drei Fahrzeuge hier. Sollte reichen. So. Dann müssen wir jetzt aber erstmal warten, bis hier auch noch Leute kommen, ne? Von der Feuerwehr. Ich hoffe, es kommt überhaupt irgendjemand. Da kommt doch jemand, ne? Ja. Wenigstens einer schon mal. Da läuft noch ein anderer, der steht aber im Stau, wie es aussieht. Er wird gleich geblitzt. Ach so, der wollte nicht geblitzt werden, bestimmt, ne? So. Ich würde mal sagen, wenn der da reingeht, kann der sofort ausrücken. Da kenne ich mich jetzt nicht so aus, aber das wird schon reichen. Bestimmt. So. Ausrücken. So, die anderen besitzen dann mal das Fahrzeug hier. Muss er den nicht erstmal bereit machen? Ne, ist schon bereit, ne? Und das dahinter ist auch bereit, glaube ich. Ja, ist auch bereit. Also falls wir das verwenden wollen, können wir das machen. Vielleicht reicht ja auch das Fahrzeug hier schon. Da hat ja jemand in die Kommentare geschrieben, ich soll nicht zu viel alarmieren. Weil ich kann auch nachalarmieren. Aber da alarmiere ich lieber zu viel als zu wenig irgendwie. So, kommt sonst noch jemand? Ich glaube nicht, ne? Ist er da jetzt mal fertig? Wieso braucht denn der so lange? So. Da wir sonst keinen mehr haben, würde ich mal sagen, reicht das. So. Blaulicht an. Und dann rücken wir aus. Warte ich, bis der ganz aus der Karte raus ist. Ich höre ihn noch. Na gut, jetzt wird er wohl weg sein, ne? Wenn ich jetzt die Karte wechsle. Ich mach das einfach mal. So, dann gucken wir mal, ob das ausreicht oder ob wir noch nachalarmieren müssen.
Ja, die Map wird jetzt geladen. So. Gut, dann gucken wir mal, wo es hier brennt. Da brennt es, das sieht man doch schon. Oh. Das sind aber viele Leute. Die ganze Stadt versammelt sich hier. Da brennt ein Garten. Ach so, die kommen bestimmt alle aus dem Haus hier raus oder so. Ich glaube, wir brauchen ja auch mal die Polizei. Na, hoffentlich breitet sich das Feuer nicht zu sehr aus. Oh, das sieht aber nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Von wo kommt die Feuerwehr denn? Das sieht gar nicht gut aus. Oh je. Ich habe ja gesagt, ich bin ein Profi. Die Polizei ist schon da. Wieso macht die denn nichts? Die unterhalten sich da und im Hintergrund brennt es da überall. Und die Leute stehen da rum und sind gefährdet. Das ist jetzt echt dieses Gefühl wie bei Fire Department 3. Alles brennt, aber keine Einheit da. Oder zu wenig. Hier kann man aber nachalarmieren. Und die kommen dann auch. Und hier kann man ja dann auch. Hier kann er auch alles abbrennen. Und der Einsatz ist trotzdem nicht fehlgeschlagen. Man kann ja trotzdem weiterspielen. Also das geht schon. Das sieht gar nicht gut aus. Oh, der kommt zuerst. Interessant. Der andere müsste doch zuerst da sein. Vier. Sonst kann man die, glaube ich, gar nicht aussteigen lassen, ne? Gruppenführer. Fahrzeugführer. Personal. So, der macht die Rodos auf. Der kann schon mal hier so einen Schlauch holen. Dann müssen wir mal gucken, wie das geht. Wie war das nochmal? Anschließen. Pumpe nicht gestartet. Zuerst die Pumpe starten. Mach mal. So, wie war das jetzt hier mit dem Verteiler? Das geht doch auch irgendwie, ne? Nein. Doppelklick. Shift. Wie war das nochmal? Egal, ich schließe den erstmal hier an. Ah, geht auch nicht. Wie ging das nochmal? Oh je, jetzt habe ich vergessen, wie das Spiel funktioniert. Damit kann man aber löschen, ne? So müsste es eigentlich gehen mit dem Löschen. Da würde ich mal sagen, löschen wir erstmal hier einfach, weil da stehen Leute rum. Naja, was können die hier machen? Geräte zur Brandbekämpfung, der kann einen Verteiler setzen. Sollen wir das mal machen? Da kann man ja zwei Schläuche anschließen, glaube ich, ne? Aber da muss man, glaube ich, hier da aufbauen. Okay. Wo ist da noch jemand gekommen? Da ist noch jemand. Die habe ich doch gar nicht alarmiert, oder? Wo kommen die denn her? Kann ich mal Sprechwunsch machen hier? Wo ist denn mein Einsatzleiter überhaupt? Was soll denn das? Erste Lagemeldung, Feuer. Flächenbrand? Nee. Unrat, Telefonzelle. Buschbaum.
brennt Garten. Weitere Kräfte benötigt, würde ich sagen. Ja. Feuer droht auf angrenzende Gärten überzugreifen. Ja. Mehrere Trupps zur Brandbekämpfung vor weitere Rückmeldung vollkommen. Ja, ich würde mal sagen, wir alarmieren einen Rettungswagen zur Sicherheit. Tanklöschfahrzeug, Löschfahrzeug können wir auch gebrauchen. Wälder, ach nee, noch nicht, würde ich sagen. Polizei auch. Was sollte erstmal reichen? So, das Fahrzeug, was wir überhaupt nicht mitgenommen haben, ist da. Wie kann man das Fahrzeug denn jetzt mal hier irgendwie an so einen Hydranten anschließen? Da hört man eine Sirene im Hintergrund. Das muss doch auch hier mitgehen, oder? Mit diesem Hydranten, oder geht das nur mit diesem Unterflurhydranten? Geht auch damit. Damit der Tank gleich nicht leer ist. Die beiden holen sich mal hier sowas. Oh. Vielleicht mein Warndreieck holen. Und das da aufstellen. Ach, er muss das erstmal da rausholen. Die schließen sich da an. Da, genau. Der hat ja gar keinen Atemschutz. Egal. Dann löscht er da hinten. Oder nimmt er da Schaden? Also so ganz gesund ist das wahrscheinlich nicht, ne? Vielleicht können die mal da hinten löschen gehen. Da ist das Warndreieck. Da kann er mal wieder zurücklaufen. Ich würde mal sagen, da bauen wir jetzt noch was auf. Und zwar holen wir das da raus. Und wir holen einen Verteiler raus. Und wir holen auch noch ein Zumischer. Kann man was zumischen? Das hier holen wir auch raus. Da, der kann mal vorfahren. Der RTW fährt mal dahin, da stört er hoffentlich nicht. Oder da. Da ist ja unser Einsatzleiter. Da hat er geparkt. Den habe ich gar nicht gesehen. Egal. Machen wir das erstmal da rein, wo es brennt direkt. Ah, machen wir rein. Ah, jetzt steht er da drauf. Mach das mal da rein. Das ging auch gerade noch. Ich glaube, ich hab's kaputt. Hä? Naja, geht doch. Ich weiß zwar jetzt nicht wie, aber egal. Gut, da muss er sich jetzt einen Schlauch holen. Der kann da schon mal den Verteiler aufbauen. Kann er jetzt den Schlauch da anschließen? Irgendwie nicht. Dann schließen wir den halt da an. So. Wir müssen jetzt Pumpe starten, ne? Polizei ist auch da. So. Der hat jetzt hier sowas genommen, oder? Hoffe ich. Der hat einen normalen Schlauch, glaube ich. Hoffe ich. Brauche ich jedenfalls. Okay, da hat das schon.